Was habe ich da gefangen? Peterlachse, japanischen Saibling. Und rechts hatte ich Kamtschatka-Forelle und Silberlachs. Könnt ihr euch ja mal zeigen. Man könnte jetzt hier an der Spitze entweder hier nach rechts werfen, Richtung so Osten. Oder man wirft halt hier in die Richtung, zwischen die Berge. Mal gucken, was jetzt geht hier. Erst der Biss, direkt Biss. Angeln jetzt gerade mit dem Hypnotik, mit dem 08er, mit dem roten. Lief gestern eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, hier hatte ich auch Kamtschatka-Forellen. Aber hier ist natürlich gefährlich, ne? Wenn hier jetzt hier ein Königsdachs beißt und der nach rechts abhaut. Hat heute König bei 260, der ist oben raus. Siehste, siehste. Ja. Ja, krass. Da muss er echt aufpassen, weil wenn man jetzt nach links wirft, kann ich das mal zeigen. Da kriegst du den Königsdachs eigentlich ganz gut raus. Hier, wenn man jetzt in die Richtung wirft. Hier hatte ich auch schon Königsdachs gestern dran gehabt. Der ist dann zum Glück nach links weg. Bissfrequenz. Ja, Bissfrequenz wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Gute Bisse gehabt. Ja, hat jetzt hier diesen 008er Hypnotik drauf. Auch mit 2-0er Puschelhaken. Aber Dolly Waden war hier oben eher weniger, ne? Dolly Waden ist dann eher bei 152. Jetzt was dran, ne? Was hier drüben der Busch, da sitzen die Silberlachse. Hier der oder was? Einige Silberlachse hatte ich jetzt gestern auch gehabt, auch ein paar gute. Siehst du, da kommt schon der erste König, oder ist? Nee, das ist kein König. Was ist das jetzt? Das ist kein König. Überlachs ist. Oh, eine schöne Kamtschatka, Leute. Eine richtig schöne Kamtschatka. Schön, oder? Alter, 5,1 Kilo. Schöne Kamtschatka, ey. Schön, ne? Kamtschatka fehlt mir auch noch als Trophy. Danke, Hilde. Japanischer Saibling geht hier halt auch. Ja, da drüben dicke Lennox auch, okay. Aber wie gesagt, Dollys eher weniger, ne? Ja. Moin, Mo.
Moin zusammen. Ich habe 17. Hier 17,4 Fluoro 60 cm. Moin, Mian Dad. Wie gesagt, wenn der Königslachs hier beißt und nach links abhaut, ist alles gut, den kriegst du locker raus. Auch mit dem 17er Vorfall. Die wünschen. Lexani, hau raus, dein Musikwunsch. Top Models, Summer of 69. Jo, oh, wieder. Oh. Mach ich sofort an. Moin, DJ Max, grüß dich, herzlich willkommen, moin, moin. Also der Spot hier läuft definitiv, ey. Der läuft. Olli sind bei. Ja. Genau. Ja. Ja, Kunst, ich finde den auch wieder gefällig. Dino, schreib mich an, welchen Kunstkünstler möchtest du haben? Ich mach jetzt mal Musikwunsch. Pop Models. Summer of 69. Summer of 69. Eigentlich das gleiche Lied, was auch Bryan Adams gemacht hat, oder? Rot-Weiß Balsa Walker. Erstmal herstellen. Rot-Weißer Balsa Walker. Ich angehe jetzt gerade mit den Hypnotik, der läuft auch ganz gut. Schön. Wie gesagt, hier könnt ihr auf jeden Fall hingehen, wenn der Dolly-Spot nicht mehr läuft. Könnt ihr locker auch hier hingehen. Scheiß Totem. Jo, hab ich gesehen. Gehen denn gerade die Laube wegen Weißlachs? Ich gehe nachher Weißlachs mit UL, aber nebenbei auch Laube. Gute Frage, wo die Laube geht. Gute Frage. Wahrscheinlich wieder am Steg. An der Wolcho, ne? Kannst du mal probieren. Vorne am Bootsteg. Am Shop. Ja, aber da könnte laufen. Ansonsten vielleicht beim Tümpel am Bündenbach. Oder bei der Birke am Bündenbach. Wir gehen zu 136,63. Oh. Aber ich werde auch UL machen. Ja, ich gehe auch mit UL da drauf, ne? Und nachts auf Wels. Hm.
Ja, die Grundrouten sind nur zum Schein da. Die Grundrouten, da ist egal. Ich mache eine UL-Route und eine Spin-Route für Wels. Grund ist nur zum Schein. Grundrouten sind nur einfach nur so nebenbei da drin. Bei mir lief es gestern auch Grund gut dort. Ah ja, okay, siehst du, guck mal. Hier, Lexani, da läuft's. Ne? Ich mache Lauben ran. Wie gesagt, wenn was drauf geht, geht was drauf. Sprich, wird halt nur beim Stör, weil das im Offenen ist, dass der einen dann halt, ja, gut leersprungen kann, ne? Deswegen beim Wels, da angeln wir dann mit Bremse zu. UL wird dann natürlich lustig. Mit dem, wenn da wirklich mal ein Trophy-Weißlachs auf UL drauf geht. Wenn der rausschwimmt. Den kannst du dir kaufen. Das ist hier der Typ 1, 4 Gramm. Den kannst du kaufen. Den kannst du ganz normal im Shop, ja. Spinner ist da drin. Das ist ein Spinner für UL. Ich habe auch nochmal Glück mit dem Shark. Ja, auch gut. Ich weiß nicht, ich benutze hier bei Weißachs Fluorovorfach. Wird auf jeden Fall Minimum 35er, ne? Oder größer noch für Weißachs, ne? Falls da ein Stör beißt bei Laube. Ich glaube, selbst mit einem 55er ist mit Bremse zu, glaube ich, Quatsch. Falls da ein Scherk oder sowas beißt. 55er, aber da kannst du auch keine Bremse zumachen, ne? Gut mit dem Busch. Ja, wie gesagt, ich habe ja, ist ja jetzt. Ja, alles gut. Alles gut. Aber wie gesagt, sonst habe ich hierhin geworfen. Also auch nicht weit weg vom Busch oder hierhin. Ja, ich war gestern ja auch schon hier. Hier habe ich gestern gut Silber gemacht. Auch gute Königslachse, die Chatgröße waren. Bringt ja dann immer ab 12 Kilo, bringt ja dann immer schon 100 Silber. Ein bisschen mehr. Am Schatka. Auf jeden Fall finde ich den Spot richtig, richtig gut. Also guter Ausweichspot zum Dolly-Spot. Ne? Also den Spot definitiv. Frequenz auch, ne? Was hier da ausrufen bist, ne? Oder kommt, glaube ich, Japaner, oder was? Ne, eine Dolly. Doch, ein Silber. Ach, lol. Ein roter Silberlachs, sehr gut.
Aber hast du noch einen dritten Spot, Hilde? Nee, ne? Zwei Spots, ne? Ich glaube, woanders läuft das nicht so wirklich, ne? Das sind so die beiden Spots, ne? Dritten habe ich noch nicht gefunden. Meinst du, man bekommt den König für... Ja. Ja, definitiv, ja. 199, okay. Hatte gerade einen 3,5er. Der gab auch gut Silber, ja. Wenn der Königslachs hier nach links schwimmt, Beryl, dann schwimmt er gegen die Strömung, macht sich selber kaputt. Du kannst natürlich mitlaufen, wenn du merkst, halt, der spult dich leer. Ne? Natürlich, musst du ja dann auch irgendwann vielleicht wieder zurücklenken und dann ihn, ne? Dass du ihn quasi hier oben erstmal komplett nach links, du kannst dir so lange Zeit lassen. Der müsste erstmal bis hier schwimmen, dass du dann hier wieder zurücklenkst. Ne? Aber da, also, kriegst du locker. Locker. Kein Problem. Oben ist kein Problem, es sei denn, er schwimmt halt nach rechts, ne? Wenn er nach rechts schwimmt ins Offene, dann ist schwierig. Aber dann ist er auch mit 35 Kilo Vorfahrt schwierig. Ja, jetzt ist es langsam dunkel. Mein, oh, siehst du, da haben wir schon den ersten König. Da haben wir doch schon den ersten König. Kommen wir nicht durch, oder doch? So, er ist der König am Start. Ich glaube, es ist aber kein großer. Ich hoffe, der stimmt jetzt. Oder das ist gar kein Königslachs, lol. Das ist kein Königslachs. Was ist das denn, Alter? Ich dachte gerade Königslachs. Oder ist das König? Doch, ist König, ne? Ist König, ne? Ein kleiner König. Kleiner König. Oder was ist das, Leute? Was haben wir da jetzt? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also wenn das kein König ist, ich denke 10 Kilo König, ne? Ja, Kalugahausen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da jetzt kommt, Alter. Was kommt da? Wenn das kein König ist, ne? Dann ist das ein richtig geiler Fisch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bitte sei kein König. Bitte kein König. Komm mal an die Oberfläche jetzt hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Na komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh, 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 oh. Komm, zeig dich jetzt. Was ist das? Da ist was zu sehen. Bitte kein König, was ist das? Was ist das? Das ist kein König, oder? Das ist kein König, was ist das? Was ist das? Leute, komm an die Oberfläche. Was ist das? Das ist kein König, oder? Ach, das ist ein Keterlachs. Ein Keterlachs. Aber ein guter, ne? Ein guter Keterlachs. Das ist ein guter Keter. Jetzt bin ich mal gespannt, alle. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Trophy auf jeden Fall, denke ich. Moin, Aki. Jetzt bin... Ist der Trophy? Der ist Trophy, ne? Das muss der Trophy sein. Das gibt's doch nicht, Alter! Das gibt's doch nicht! Junge! Alter! Junge! Geil, Mann! Geil, Mann! Alter! Alter! Das gibt's doch nicht! Junge, ich habe heute einfach eine Super-Trophy. Ha!
Junge. Aki bringt Glück, ja. Also ich denke, hier an dem Spot wirst du bestimmt jetzt, wenn du jetzt die Tage hier stehen bleibst, wirst du bestimmt eine Trophy-Kette erfangen, Herbert. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn du den Spot jetzt hier... Oh, das ist Königslachs, okay. Jetzt haben wir Königslachs. Ja, Buse. Was hat er? Was? Geht's jetzt, Snake? Hä? Was? Ach so. Ja, hier ist es. Fufu gewinnt das Turnier, ne? Mal sehen, was da jetzt kommt, wa? Ist wieder kein Königslachs, oder? Was ist das, ein Königslachs? Doch, ist ein Königslachs, ne? Ist ein Königslachs. Moin, Fritte. Gerade Super-Trophy gefangen, Fritte. Super-Trophy Keterlachs. So, die Zahl steht immer noch bei 0. Ach so, ja, alles gut. Ah ja, okay. Mahlzeit, Gordog, Petri. Ich glaube, wir dürfen den Spot hier nicht verlassen, Leute. Das war aber ein Königslachs, Alter. Alles Königslachs. Danke, Pinder Kinguin. Ich glaube, den sehen wir aber noch nicht. Also ich komme mit der Venga so schnell vor. Ja, kommt mir mit der Megara auch schnell vor. Ist aber wirklich gut. 2-0er Ultra Treble Puschelhaken. Berserkux Ultra Treble FS 2-0. Habe ich auch nochmal alles ins Discord gepostet, Leute. Ich hau euch hier den Discord nochmal rein. Habe gerade alles reingestellt. Raus den Otto. Das wird ein Königslachs sein, Leute. Ich hoffe 12 Kilo, aber ich glaube, der wird kleiner sein. Ab 12 geben die Königslachse gutes Silber. 10 Kilo sind sie ja mindestens, ne? Jeder Königslachs ist ja Minimum 10 Kilo groß. Gucken, was da jetzt kommt. Gerne, ist so. 16 Kilo König, 120 Silber, ja. Ich glaube aber, der hier ist keine 12. Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner. Gucken, was da jetzt kommt. Doch, geht immer noch, Gordok. Doch. Bloß den habe ich schon tot geankert. Ich habe da schon meine Happy Hour gemacht. Deswegen bin ich jetzt hier hochgegangen. Ja, das ist ein Königslachs. Super Japaner, das ist natürlich krass, ne? Bei Japaner wird er ab 10 Kilo Trophy, ich weiß gar nicht, ob er der Super Trophy ist. Nee, das wird schon Königslachs sein. Hm. Genau, Hilde, einfach Pause machen, genau. Erst zum Dolly-Spot morgens anfangen, dann hier hingehen und dann gucken, was da jetzt kommt, ey. Hier eigentlich jetzt mit einer Hypnotik. Hier habe ich jetzt den Angry Walker noch nicht ausprobiert. Junge. Ein bisschen mitlaufen, wa? Das wird König sein, ja. Petri, useless, grüß dich, herzlich willkommen, moin.
So hart in der Bremse ist er nicht, ne? Na komm raus, komm raus. An die Oberfläche kommen hier. Noch nix, ne? Ja, Mick Bell hat ja auch schon 4 Königsachse jetzt rausgezogen im Turnier, ne? Ja, was kommt da? Moin Rainer, grüß dich, herzlich willkommen, moin moin. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt schon was, glaube ich. Schon an der Oberfläche. Ja, was kommt da jetzt? Ist raus mit dem Gerät. Ja, nicht mit dem Vorfach, ey. Nicht mit dem Vorfach. Na komm, zeig dich doch mal. Boah, total überbewertet. Zeig dich. Mir wird schon schwindelig hier beim Zugucken. Da kommt er. Und? Königslachs, ne? Das ist ein Königslachs, oder? Ich glaube, diesmal ist ein Königslachs. Naja, das ist König. Nun komm. Mal gucken. Gleich die Rute hoch hier, wenn ich ihn an die Oberfläche mal kriege, ey. Ja, das ist ein Königslachs. Das ist ein Königslachs. Moin moin, der von der Ostsee. Ja, Königsdachs. Ich hoffe 12 Kilo wenigstens, ja. Minimum 12. 13,5. Sehr gut. Sehr gut. So. Gucken wir mal im Kaffee. Rotlachs. Silberlachs. Esch habe ich nicht. Königs abgeben. Denn verkaufen wir das jetzt. Der bringt 220 Silber, der Keterlachs. 220. So. Wie gesagt, hier ist ja auch eine Pause drin, ne? Mal Preis. Ich werde mal den unteren Dings verkaufen, Leute. Wir müssen mal hier. Ich muss mal alles, was wir jetzt was hier. Oh, genau, das verkaufen wir mal. Oh, jetzt. Machen wir mal nach Fangzeit. So, nach Preis. So, verkaufen wir das, ne? Nee. Keterlachs. Nee. Ich weiß nicht. Keterlachs. Nee. Nee. Jetzt war es für eine super Trophäe. Ja.
Ich heb mir den nochmal auf, warte mal.